Hallo, wir sind Steffi und Kai. Willkommen auf unserem Kanal. In den nächsten Minuten wollen wir euch kurz in Wort und Bild zeigen, wer wir sind und was ihr hier zu erwarten habt. Wir sind mittlerweile Anfang 50, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen reisedurstiger denn je. Gern und viel gereist sind wir auch schon in den letzten 30 Jahren. Aber abgesehen von einem fast ganzen Jahr auf Fuerteventura waren wir nie länger als 4 Wochen am Stück unterwegs. Diese Weltkarte hängt seit Sommer 2017 bei uns im Wohnzimmer und ist so eine Art Symbol für unsere geänderten Reisepläne. Seit 2017 denken wir nämlich intensiv über das Thema Weltreise nach. Als Probelauf sind wir im Winter 2017-2018 für 3 Monate durch Thailand und Malaysia gereist. Wir hatten großartige Zeiten dort, aber zum Ende hin wurde es mitunter auch etwas schwieriger. Naja, das lag vor allen Dingen an mir. Im sehr touristischen Süden Thailands zum Ende der Reise hin häuften sich einfach so ein bisschen die Flop-Tage und ich bin damit ziemlich schlecht umgegangen. Naja, ich bin so in so blöde Denkmuster verfallen, so nach dem Motto, toll, jetzt sitze ich hier, hab so einen Scheißtag und zu Hause könnte ich sitzen auf einem großen Flachbildschirm mit gutem Sound, schönen Film gucken. Ist natürlich Quatsch, schlechte Tage gehören dazu und mit ein bisschen Abstand ist auch mir wieder klar geworden, dass die schönen Tage viel, viel mehr waren als die schlechten Tage. Aber in dem Moment war es so, war dann halt schwierig. Aber wie heißt es so schön, wer vom Pferd fällt, der sollte auch ganz schnell wieder zurück in den Sattel. Und ja, daran haben wir uns dann auch gehalten. Und so sind wir gleich im folgenden Winter noch einmal für 3 Monate losgezogen. Diesmal nach Vietnam, Singapur, Kambodscha und Australien. Es war wunderschön und ein Durchhänger wie im Jahr zuvor blieb diesmal zum Glück aus. Im Vorfeld musste Steffi Schwerstarbeit leisten, um mich davon zu überzeugen, dass ein Camper für Australien die ideale Reiselösung sein könnte. Wollte ich gar nicht. Tja, und dann kamen wir, sogar Kai, völlig angefixt von der Idee aus Australien zurück. Haben uns dann wenige Wochen später ein nagelneues Wohnmobil gekauft. Ja, und das hat natürlich zum einen erstmal eine Menge Geld gebunden und B, mit Wohnmobil ist alles anders. Die Reisepläne für die Weltreise mussten komplett neu geordnet werden. Jetzt im Herbst 2020 wollen wir dann tatsächlich aufbrechen.
Ja, und dann soll es erstmal kreuz und quer durch Europa gehen und in den nächsten Jahren irgendwann soll das Wohnmobil nach Nordamerika verschifft werden. Und dann wollen wir für mindestens ein Jahr die USA und Kanada unsicher machen. Ja, und irgendwann zwischendurch werden wir das Wohnmobil auch mal wieder stehen lassen für ein paar Monate, denn irgendwann wollen wir doch noch mal wieder nach Südostasien, vielleicht auch noch nach Neuseeland oder sonst wohin am anderen Ende der Welt. Wir schauen mal. Wir möchten authentisch sein und euch deshalb in den Videos und auf unserem Blog auch mal offen die Schattenseiten zeigen, die uns unterwegs begegnen. Vor allem aber möchten wir euch Tipps liefern zu Stellplätzen und Übernachtungsmöglichkeiten, zu veganen oder vegetarischen Essensoptionen. Wir möchten euch mitnehmen zu kleinen und großen kulturellen Highlights. Und auf eine Reise in die Schönheit der Natur. Wish I never got you lying. Think about it everywhere I go. Now you're pulling it away from me. Wish I had a bit of time and wish I wasn't so away from home. Who's gonna comfort me? Yeah. Now I'm getting tired, tired of moving forward, tired of you fighting. I can't believe in love when I've been wanting you to want me, I've been wanting you to see me, I've been wanting you to give me something. Overload on you, but you're toxic. Wanting you to want me, I've been wanting you to save me, I've been wanting you to give me something. Overload on you, but you're toxic. You're toxic.